15. Jesto Neandertal und 1. Mettmanner Oldtimer-Tag. Man traf sich gegen 9.30 Uhr zum gemeinschaftlichen Frühstück, welches Anne Süß und Frank Hackel in bekannter Qualität zubereitet haben, in der Mettmanner Stadthalle. Bei der Fahrunterlagenausgabe war die Stimmung schon sehr gut, wie man beim Team Ziefer-Kri sehen konnte. Komm, Schätzchen. Der Gesamtsieger vom letzten Jahr war auch wieder dabei, sowie das Team Liesenklos Jesse Bergmann. Nee, der Rote ist noch mal 2 Jahre älter als der Blaue. Aha. Deshalb habe ich den Blauen wieder mit. Na gut, dann kann ich mich ja auch orientieren. Ja. Also gute Fahrt, ja. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn er den Pokal wiederholt. Wir geben uns Mühe. Was möchtest du essen? Uli, was möchtest du essen? Wichtig. Arbeite Fahrzeug. Horst Müller vom MAC erklärt das Bochbuch und den weiteren Ablauf. Von links nach rechts in das nächste freie Kästchen. Gibt's nicht. Also eine GLP-Zeit ist eine Zeit durch die Lichtschranke und die Kontrollposten haben Listen, wo die Startnummern draufstehen und die gefahrene Zeit. Moment, langsam. Ich glaube, es steht im Bordbuch drin. Die steht im Bordbuch drin, die Vorgabezeit. Es gibt eine Vorgabezeit. Letzte Vorbereitungen. Und dann ging es zum Start auf den historischen Marktplatz von Mettmann. Der ADAC zeigte eine starke Präsenz, vom Infowagen bis hin zum Oldtimer-Pannendienst. Letzte Vorbereitungen vor dem Start, den der erste Vorsitzende des MAC, Axel Speck, und der Bürgermeister der Stadt Mettmann, Thomas Dinkelmann, durchführten. Die Uhr geht ja wahrscheinlich ein bisschen anders. Ne? Schon bei der Aufstellung zum Start wurden die Schätze aus vergangenen Zeiten bestaunt und bewundert. Dann gingen die Teilnehmer auf die ca. 130 Kilometer lange Strecke. So, Peter Liesenklos, Kurt Jesse und Uli Bergmann. Was ist das für eine Besatzung? In einem Mercedes 170 OTP von 1951. Natürlich ein Klasse 1 Fahrzeug. Diese Fahrzeuge OTP, das steht eben für ein Polizeifahrzeug. Die interne Bezeichnung der Baureihe war W136. Uli Bergmann wird hier Videoreporter sein und wird in den nächsten Tagen hoffentlich die Videos wieder auf Mettmann TV und auch auf der Homepage der Histo Neandertal zur Verfügung stellen. Ja, was kann man zu dem Fahrzeug sonst noch sagen? 1,8 Liter Motor. Es ist zu viel, alles vorzulesen. Ich glaube, die Besatzung ist hier interessanter. Kurt Jesse, ein Urgestein des Mettmanner Automobilclubs. Lange, lange Jahre erster Vorsitzender, heute Ehrenvorsitzender des Automobilclubs.
Ja, und Peter Wiesenkloß, wer in der Oldtimer-Szene unterwegs ist, weiß, wer Peter Wiesenkloß ist. Heute Morgen stand das Fahrzeug noch vor der Stadthalle und ja, ich hatte das Gefühl, Stadthalle und Fahrzeug, das war Farb in Farb. Ja, damals durfte die Polizei noch Cabrio fahren. Das war ein Vergnügen, also da ist man auch gerne eingestiegen. So, dann wünsche ich einmal gute Fahrt den Herren und dem Wagen natürlich auch. Und auf drei geht's los. Eins, zwei und Start. So, ich glaube, das war der letzte Teil im Mordrennstuhl. Wir nehmen auch alle Fälle. Da kannst du mit anderen Leuten. Oh, 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 oh. Im Vorwinkel erreichten wir die erste Kontrolle. Hier ging es darum, eine Strecke in der vorgegebenen Zeit abzufahren. Basti war natürlich auch wieder dabei. Nach einem Orientierungsproblem waren wir wieder auf dem richtigen Weg. Maximal 3,5 Tonnen, ja, ist ja richtig, ja. Ja, dann muss dann das. Aber die 483 waren wir doch eben schon. Nee, die ist erst hier. Zwischenstopp in Tier. 14:46 Uhr. Genau. Und bitte um 15:32 Uhr wieder raus. Zur bisherigen Strecke bekamen wir folgenden Kommentar. Ja, schön. Angenehm zu fahren. Strecke war sehr gut. Oldtimer-gerecht. Ja, und vor allen Dingen vom Bordbuch her sehr sauber ausgearbeitet. Im Bürgerhaus von Thier bekam man eine herzhafte Gulaschsuppe und Waffeln mit heißen Kirschen.
schön. Auf Waffeln, Uli. Guck. Die Strecke, die nach Mettmann zurückführte, hat uns landschaftlich noch mehr begeistert. In Grüten mussten wir noch eine Gleichmäßigkeitsprüfung bewältigen. Und sag doch mal, wie war denn jetzt die Strecke bis jetzt? Die war wunderschön. Aber am Anfang habt ihr ganz schön Berg und Tal und grüne Täler und traumhaftes Wetter. Sehr schön. Hat uns gut gefallen. Die Rücktour hat uns besser als die Hintour gefallen. Auf der weißen Linie sind drei Pylonen aufgestellt, bitte eine Wende. Wird auch kontrolliert, speziell für den Herrn Jesse. Und die Fahrzeit hat sich verkürzt von 2,40 auf 2,10. Darüber hinaus stempelt sie selber an der Lichtschranke an. Nach ca. 130 Kilometer wunderschöner Strecke erreichten wir unser Ziel in Mettmann wieder. Für die kommenden Aufgaben gewappnet. Ja. Fotoapparat zusammen. Uli, geklappt. Es war, Uli hat für die Videodokumentation zu sorgen oder gesorgt. Und ich würde ihn gerne noch kurz interviewen. Uli, was ist dein Eindruck von der Strecke vom Tag? Also die Strecke war wirklich sehr, sehr gut. Die Hintour war ja ein bisschen auf Verkehrsbetonte, aber die Rücktour landschaftlich unbeschreibbar. Dankeschön. Kurt Jesse, Uli Bergmann. Eindruck von der Strecke. Nur sollte man immer wieder machen. Peter, war das zu viel für das Auto oder ging das noch? Aber nicht der beste Fahrer. Okay, ich merke, die Harmonie im Team ist extrem gewesen, aber Spaß ist da. So, wir sehen uns gleich in der Stadthalle. Viele Wiesenklos, bekannte Mettmann, erster Vorsitzender der Aue Mettmanner. Zum Wohl. Vielleicht hast du ein paar Worte zu sagen. Sag noch mit der Bärbel, wie heißt du mit Namen? Viele, ich weiß, dass du gezögert hast mitzufahren, weil du, wenn du überhaupt touristisch überfährst. Ja. Die Frage ist, war die Strecke zu hart für die alten Autos oder ging es noch von den Steigungen? Wir haben landschaftlich sehr schön ausgesucht, glaube ich, aber ich weiß, dass es von den Steigungen her schon schwierig sein kann. Ja, ich denke, unser Auto, das geht ja schon. Unser Auto hat schon Schraubfedern, hat keine Blattfedern mehr. Wir haben schon voll synchronisiertes Getriebe. Da kann man sich ganz gut mit bewegen. Aber trotzdem, es hätte auch eine Tour vom Sauerländischen Gebirgsverein sein können, nicht wahr? Es waren ja viele Kurven, viele Berge, aber es war gut. Es hat uns gut gefallen. Klar, wir fahren gern touristisch, da wo die Talsperre war, hätten wir gerne mal angehalten, wären mal ausgestiegen, hätten mal geguckt. Aber wir haben uns vorgenommen, dann machen wir, fahren dann nochmal hin. Ansonsten bestens organisiert, alle freundlich, gut gemacht alles, also auch von uns aus. Ein ganz herzliches Dankeschön an die, die sich die viele Arbeit gemacht haben. Klasse. Das hören wir natürlich gerne. Gut? Sehr gut. Nach dem gemeinschaftlichen Abendessen
das Anne Süß und Frank Rackel wieder einmal perfekt zubereitet haben, folgte die Siegerehrung. Nach der Siegerehrung ging es im Golden Car mit einer Party bis in die frühen Morgenstunden weiter.